hoffentlich ist es nicht wieder so weit. Ich schaff's nicht mehr, ich kann nicht mehr. Jetzt habe ich, glaube ich, hier irgendwas verdrückt. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talkradio. Schlimm, dass ihr da seid. Das ist alles schrecklich und schmerzlich. Seit 10 Jahren haben wir ein festes Thema und das Thema heißt wie immer Schulensex. Da muss man drüber sprechen, finde ich. Ich bin jetzt ganz gespannt auf diese Sendung, denn diese Sendung wird jetzt von jemandem moderiert, der einfach wieder sitzt und sagt nach einer Dreiviertelstunde Tschüss. Aber das Thema der Sendung ist Domian und du. Also, ich bin sehr gespannt, über was wir alles so reden werden. Ich möchte gerne mit euch sprechen über meine Penislänge. Warum ist es so ein Geheimnis? Ich hoffe, dass mir während der Sendung nicht mein Pimmel rausrutscht oder so. Wenn das nicht passiert, dann bin ich schon ganz froh. Erster Anrufer, Simon, 31. Guten Morgen, Simon. Hi, hörst du mich? Nein. Schönen Abend, ja. Tschüss. Tschüss. Wenn es nicht geht, finde ich, ist das klügere Verhalten zu gehen. Auch wenn das mit Kosten verbunden ist. Und jetzt bin ich verbunden mit meiner Psychologin und die ist 44. Guten Morgen, Viola. Guten Morgen, Domian. Viola, um was geht's? Ja, ich hätte nicht geglaubt, dass auch ich mal dran bin und anrufe und mit dir sprechen möchte. Tust aber nicht. Raus aus dem 1Live-Talk-Radio. Dann müssen wir Viola rausnehmen, da könnt ihr sicher sein. Und wir machen mal weiter mit dem Marius. Der ist 26. Guten Morgen, Marius. Hallo. Hallo, Marius. Ja, ich habe ein teures Hobby und zwar habe ich einen Golf 5 R32. Den habe ich auf Biturbo umgerüstet. Hey. Ja. Und ein Autofreak. Der geht schon gut nach vorne, der Koffer. Wie viel PS hat er? 600. Boah. Ist das erlaubt? Grauzone, würde ich mal sagen. Ich würde sagen, so viel ist jetzt nicht. Also das, was man macht, ist erlaubt, aber das kostet halt auch viel Geld, das beim TÜV abnehmen zu lassen und deswegen habe ich das gelassen. Das ist eigentlich nicht erlaubt, was du dazu jetzt getan hast. Ja, könnte man so sagen. Das heißt, wenn sie dich jetzt fassen, dann bist du dran. Ja, brauchen tut man das jetzt nicht unbedingt, das geht eher so um den Spaß. Wenn ich da drin sitze in einem Auto, dann gehen bei mir alle Lichter aus und ich sehe nur noch die Straße und gebe Gas. So. Das ist ja Wahnsinn, das ist ja wirklich Wahnsinn. Wir haben am Montag ja über diesen, wie ich finde, unsinnigen Sprung aus dem All gesprochen und darüber, dass das ein Held ist. Du bist ein Held. Okay. Also das Höchste, was ich bis jetzt geschafft habe, waren 300. Boah, ich weiß gar nicht mehr. Aber ab 300 ist das halt unverantwortlich, weil dann könnten die, das sind nicht die richtigen Reifen dann für mehr. Also könnte auch mehr, glaube ich. Boah, Respekt. Wenn du so rast, da habe ich Respekt vor, nicht, wenn jemand aus dem All springt. Ja, das stimmt schon. Also ich gehe mit dem ja auch ein paar Mal auf Rennstrecke, dann lasse ich mich noch ein bisschen aus. Ich ziehe 10.000 Mal den Hut vor dir. Marius, nochmal zu dem Geld, was das Auto frisst. Das ist von der Oma bezahlt. Ja, aber die weiß da nichts von. Die weiß davon nichts? Nee. Dann heißt das, du hast sie beklaut, oder wie? Ja, nicht beklaut, ich würde eher sagen entwendet. Also ich habe mal ein Sparbuch von der genommen so oder ein bisschen Schmuck und dann habe ich das halt in die Karre gepumpt. Ich finde es ganz, ganz, ganz toll, wenn du das Sparbuch der Oma plünderst. Ja. Du beklaust deine Oma, Mensch. Toll, was du da machst. Toll. Ja, ich habe eigentlich auch schon überlegt, irgendwie das Geld wieder zurückzuzahlen. Nee. Weil das Auto ist ja eigentlich ganz gut auf der Straße so. Vielleicht ein paar Rennfahren, dann hätte ich das bestimmt wieder drin so. 30.000 Euro wirst du nicht so schnell rauskriegen. Doch. Ja? Also bei, ja. Toll. Also das geht relativ schnell an der Zeche Ewald. Was denn? Da fährst du Rennen und da kannst du so viel Geld machen mit? Ja. Respekt. Weil ich da einfach alle zersägen würde. So mit der Karre, da muss erstmal einer kommen, der dagegen stemmt. Mensch, Marius, ich sage dir auch, dass alle Leute, die uns zuhören, alle, ich sage jetzt mal so einen krassen Satz, alle, die zuhören, höchsten Respekt vor dir haben. So. Dann wünsche ich dir ja wirklich viel Kraft und für deine Mama und deinen Papa natürlich auch alles Gute und dir sehr, sehr, sehr viel Kraft, dass du das Rennen gut durchhältst. Fände ich sehr gut. Ja. Alles Gute. Ja. Ja, kannst du noch mal kurz dranbleiben? Ich zeig dir noch mal was von dem Auto. Jetzt kommt wahrscheinlich der Motorengeräusch. Ja? Hammer, sowas habe ich auch noch nie gehört. Meine ersten Anruferinnen heute Nacht sind komatös und übergewichtig. Guten Morgen, ihr beiden. Ich grüße dich von Herzen. Die Rosi ist nackt, stimmt das? Jawohl. Und die Birgit ist 60 Quadratmeter. Jawohl. Ja, also ein richtiger Kerl eigentlich. Die Birgit sitzt neben dir. Jawohl. Wie geht denn das? Die Wohnung geht ja dann ins Badezimmer oder was? Naja. Liebe Rosi, weswegen habt ihr angerufen?
Also ich habe mit der Birke ein ganz großes Problem. Ich kann es nicht mehr ansehen. Die wird ausgenutzt. Die rennt jemanden hinterher. So, jetzt gibst du mir die Birke bitte mal, Rosi. Ja, ich schade, dass du aufhörst, Domi. Ja, naja. Noch ein bisschen bin ich ja da. So leicht kriegt man ja die Rente nicht durch. Jetzt reden wir erstmal mit der Birgit. Hallo, hallo. Liebe Birgit. Hallo. Du bist übergewichtig. Ne? So, kann man das, so kann man sagen. Ist denn für dich wirklich die ganze Sache gegessen? Wie oft nimmt der denn zu dir Kontakt auf? Gar nicht. Glaubst du, das hat damit zu tun, dass du eine Behinderung hast, dass er deshalb nichts mit dir zu tun haben möchte? Nein, ich melde mich auch nicht mehr bei ihm. Ganz sicher. Ja. Aber wenn er jetzt ankommt und sagt, liebe Birgit, ich will einen Pfund Kot haben. Ja, ich kann ja nichts mehr geben. Ich habe ja selber nichts. Mhm. Dann gehst du zur Mama, holst eine Portion und gibst es ihm. Mhm. Liebe Birgit, alles Gute wünsche ich dir von Danke. Herzen. Lass die Finger von dem und schöne Grüße nochmal an deine Freundin Rosi. Dieses Weib ist ja eine Bestie. Tschüss. Tschüss, ciao. 28, das ist unsere Nummer und unser Thema heute Nacht heißt Sex. Ich möchte gerne mit euch sprechen, die ihr schon einmal Kinder hattet oder vielleicht zurzeit habt. Finde ich ziemlich scharf. Es können noch 10 Kinder kommen. Wunderbar, wenn man da seinen Penis reinsteckt. Ich bin Kinderfreund, nicht, dass wir uns falsch verstehen. Ich glaube, ich weiß nicht, wie weit es verbreitet ist, aber ich glaube, dass es diesen Fetisch öfter gibt. Und da wollen wir jetzt auch ganz offen drüber reden. Hier ist Iris. Iris ist kostenfrei für euch. Guten Morgen, Iris. Guten Morgen, Jürgen, wie geht's dir? Ja, diese Frage kann man nicht beantworten. Ja, ich bin im Moment immer noch mit dem Problem beschäftigt, was ich vor 3,5 Jahren, knapp 4 Jahren erlebt habe. Ich bin von meinem damaligen Freund mehrfach geschlagen worden und zum Ende halb totgeschlagen worden. Naja, wir haben hier schon drüber gesprochen schon mal. Aber wenn du so einen Fetisch hast, sind das jetzt noch nicht so sehr viele Beispiele. Du hast mir die Prügelei-Nummer erzählt. Was machst du denn noch? Was hast du denn noch gemacht? Der hat mir das Gesicht schwarz geschlagen, waren Haarbüschel rausgerissen am ganzen Kopf, dass ich keine Stellen hatte. Nee, und will ich nicht sehen. Mein Auge musste genäht werden, 1 Millimeter weiter und das Auge wäre rausgekommen und ich hatte 3 Rippen gebrochen. Also bei dir ist es so, dass es eher so, ich sag mal so kleinere Beschwerlichkeiten sind. Und hat mich durch die ganze Wohnung geschlagen. Na, mit Gegenständen nicht, aber mit der Faust, der war ziemlich kräftig. Ja, komm hör auf. Er war Alkoholiker. Ja, komm hör auf. Ich bin da fast schon fassungslos, dass du das so gemacht hast. Eben auch in Bezug darauf, dass du den Kindern den Vater entziehst. Ja, das stimmt, da hast du recht. So, liebe Iris, du legst bitte auf und du wirst von dem Jürgen gleich zurückgerufen. Kann ein paar Minuten dauern, weil er die eigenen Eltern auf die Toilette begleiten muss, aber er ruft dich auf jeden Fall zurück. Ja, ich danke dir, Recherche. Tschüss. 1.25 Uhr haben wir. Unser Thema ist doch egal. Und mein nächster Anrufer ist Marie und die ist im Knast wegen verschiedener Sexualdelikte. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Marie, jetzt bist du auf Bewährung draus. Weshalb rufst du an? Ja, also eigentlich würde ich mal gerne deine Meinung hören. Wie kommt das? Woran liegt das? Ich bin verheiratet seit 11 Jahren. Das müsste sich dringend ändern. Mein Mann ist beruflich sehr viel unterwegs. Er ist auf Montage seit 8 Jahren. Unfassbar. Und er ist jetzt schon 2-mal fremdgegangen. Das ist doch völlig klar, weil du alt geworden bist. Ja. Liebe Marie, du legst bitte auf und der Frank, mein Psychologe heute Nacht, liegt im anderen Zimmer nebenan und pennt. Das ist ja wirklich unglaublich. Mensch, Frank, schon schlimm genug, dass du da besoffen Motorrad gefahren bist, Roller gefahren bist. Okay. Du bist 30 Jahre alt. Jetzt geht es darum, nach vorne zu gucken, Frank, und keinen neuen Fehler zu machen. Geh zur Polizei und bitte um Hilfe. Oder ruf morgen deinen Bewährungshelfer an. Oder ne, du hast ja zu mir gesagt, du sollst dann zur Polizei gehen. Mann, oh Mann, oh Mann. Toni ist hier. Toni ist fett. Guten Morgen. Ja, hallo. Guten Morgen. Ja, meine Liebe. Ja. Also Toni, 280 Kilo. Jo. Deswegen genau. Rufst du an. Was ist dein Scheißthema? Ja, mein Thema ist, ich habe ein großes Problem. Du erwartest ein Kind. Ja, fällt mir auch schwer darüber zu reden, aber ich dachte, ich rufe die mal an. Und deine Familie weiß das nicht? Ja, genau. Ich bin untergetaucht. Ne? Du bist untergetaucht? Ja, ich habe einen Haftbefehl. Was hast du? Ein Haftbefehl. Ein Haftbefehl? Ja. Und du bist schwanger, du bist bald Mutter, wo man eigentlich dann gerne sich mitteilen will und wo man das gemeinschaftlich erleben will. Ja, schlimm, ne? Also ich traue mich jetzt kaum noch aus der Tür. Da hast du dir aber was eingebrockt. Bitte? Da hast du dir aber was eingebrockt. Ja, ich finde das auch total übel. Und ich bin auch jetzt mit den Nerven fix und fertig. Bist du denn schon mal von einem Mann auch angesprochen worden? Ja, mein Onkel.
Ich bin jetzt gespannt, wie es dann zu der sexuellen Aktion kommt und wo vor allen Dingen. Ja, mein Onkel, der sagt, ich kann immer vorbeikommen. Also die Tür ist auf. Also Happy End gibt es nur im Zimmer. Klare Regelung. Ja, genau. Ja, dann habe ich einen Widerspruch eingelegt oder also rechtliche Mittel ausgeschöpft. Ja, und jetzt steht 18 Monate Haft erstmal an. Weil du, obwohl du auf Bewährung draußen warst, erneut jede Nacht mit einem fremden Typ poppst. Ja. Dann sind die einmal zu dir gekommen, einmal poppen und dann waren die weg und du hast die nie wieder gesehen und da haben aber ein Kind hinterlassen. So ungefähr, ja. Nee, wahrscheinlich nicht so ungefähr, sondern so. Ja, in der kurzen Zeit jetzt auch und ich habe das auch immer verdrängt. Jetzt triffst du dich abends wieder mit Männern, weil du sexsüchtig bist. Ja. Wenn ich deine Freundin wäre, würde ich dir so den Penis blasen und sagen, Mensch Junge, willkommen bei Domian. Der erste Schluck schmeckt richtig gut. Ah. Ist so. Es gibt nur diese eine Option, diese eine Möglichkeit für dich. Alles andere ist Unfug. Ich kann dir nicht mehr sagen. Mhm. Ich kann dir nicht mehr sagen. Morgen früh. Morgen früh. Mhm. Alles klar. Alles Gute. Ja, wegen Autogrammkarte ist jetzt schlecht, ne? Da können wir dir leider nicht bei helfen. Wir können dir nur sagen, tschüss. So, ihr Lieben, falls es euch interessiert, ich habe da so einen geilen Arbeitskollegen, mit dem habe ich ab und zu Sex, weiter nichts. Wir haben keinen Bock mehr und das hier ist unser Thema morgen. Morgen heißt das Thema Treppenhaus putzen. Und ich möchte sehr gerne mit Menschen in heißem Brei reden. Also wenn ihr gerne Lesbenpornos bewertet und so weiter. Also vielleicht seid ihr heterosexuell, aber ihr gebt die Hoffnung nicht auf. Vielleicht vermisst ihr einen guten Schwanz, vielleicht schon über viele Jahre, aber ihr gebt die Hoffnung nicht auf. Vielleicht seid ihr mal Opfer eines Verbrechens geworden, aber ihr gebt die Hoffnung nicht auf, dass der Täter gegessen wird. Mit euch möchte ich gerne eine alte Frau beklauen, ihr Hoffnungsvollen, die ihr sagt, hallo. Aber zu diesem Thema gehört auch natürlich die andere Seite und demzufolge möchte ich auch gerne mit Menschen sprechen, die irgendwann gesagt haben, tschüss. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann mailt uns doch bitte unter hallo@tschüss.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an oder während der Sendung. Morgen heißt das Thema Treppenhaus putzen. So, jetzt geht's weiter mit Kim. Kim, 30, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Kim, jetzt dachte ich gerade, es ist eine Hure, aber du bist ein Alkoholiker. Richtig. Lieber Kim, weswegen rufst du zu dem Thema an? Ich bin ein Bremer Ultra-Hooligan, also ich bin Werder Bremen-Fan und halt in der Hooligan-Szene reingekommen irgendwie. Das ist ja ein Job, der einen auch sehr absorbiert. Ach, das ist schon 4-5 Jahre mindestens. Das zehrt ja in den Kräften, das ist ja hoch emotional. So, dann wurde vom Morgen schon angefangen zu trinken, also halt sprich zu saufen und so. Ne? Klar, mach es, ist gut für dich. Und aus so ne Sachen will ich einfach raus in Zukunft, weil da war nur noch Geschlage und alles sowas. Die 3-5 Monate wirst du jetzt noch aushalten können und müssen. Wenn du jetzt richtig absackst, ich glaube, dann kommst du gar nicht in diese Top-Spiele rein, ne? So, da wird nochmal weiter geschluckt im Zug und so. Und dann, ja, wenn er einer aufmockt und so, und dann gibt's gleich was, ja, sprich auf Deutsch halt auf die Mütze, ne? Ah, deshalb sprichst du auch ein bisschen langsamer als so normale Menschen. Ja, ne? Das auch, ja. Es ist natürlich letztendlich gut, wenn das für dich dein Weg ist. Und du wärst ja auf der anderen Seite sturzunglücklich, wenn du nur zu Hause sitzen müsstest oder irgendwas anders tun solltest. Ja, auch, ja. Ich muss es unbedingt bleiben. Nein, ich habe auch eine Einladung zum BVB. Ich muss mal hin. Das wird gelingen. Ja. So, ne? So wollen wir es sehen. Okay, würde ich wenigstens noch ein Autogramm kriegen von dir? Sehr gerne. Dann sagst du meinem Psychologen, der dich gleich anrufen wird, deine Penislänge. Und der Jürgen wird dich gleich beraten, okay? Also ich lege jetzt auf und er ruft mich wieder an. So wird's kommen. Okay, danke dir, lieber Domian. Alles Gute, Kim. Ciao. Mach weiter so. Ja, ich weiß, mir schon klar. Das ist jetzt so ein allgemeiner Satz. Tschüss, ciao. Idiot. 1:33 haben wir. Hier ist Maurice. Maurice ist auf die Nase gefallen. Guten Morgen, Maurice. Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo Maurice. Hi. Maurice, du legst bitte auf. Der Jürgen ruft dich an und alles Weitere klärt ihr im Hintergrund, okay? Vielen lieben Dank. Ich wünsche dir das Allerbeste. Ich dir auch nicht, Maurice. Alles Gute. Könnte ich noch ein Autogramm haben? Ich glaube nicht. Tschüss, ciao. Wunderschöne Nacht noch. Ja, dir auch, ciao. Der tut mir nicht gut. Hier ist Stefan. Stefan 29. Heute rufen viele Alkoholiker an. Stefan, hallo, grüß dich.
Ja, grüß dich, Domian. Hallo Stefan, freue mich, dass du da bist, ja? Ich hoffe, bei dir auch. Ja, soweit alles super. Es gibt nur eine entscheidende Frage, alles andere ist zweitrangig. Deine Eier werden mittels eines Bandes irgendwie nach oben gehoben. Ja, klar. Krass. Und ja, das ist so mein Steckenpferd. Erzähl mal ein bisschen über deine Eier. Wir machen uns da gegenseitig ein bisschen lustig und wir wissen schon, dass wir, aber ich gehe meinem Beruf noch nach, ich gehe meinen alltäglichen Sachen nach. Also ich komme da noch schon weg, aber ich merke, dass es schon viel Zeit kostet und Ärger mit der Freundin. Ja klar, die Freundin ist davon nicht so begeistert. Ich habe, während du jetzt nur die paar Minuten erzählt hast, während du das erzählt hast, habe ich gedacht, kein Gespräch mehr. Mach's gut. Ich wünsche dir was. Tschüss. Mach's gut für die Zukunft. Ciao, ciao. Ciao, tschüss. Und wir machen weiter mit Stefanie. Und Stefanie verkauft Cannabis draußen. Hallo Timo. Hallo. Ich freue mich, dass du da bist. Thomas. Guten Morgen. Weswegen hast du angerufen? Ja, ich habe angerufen, weil ich gerne einen Rat von dir haben möchte in Bezug auf meine Eltern. Mhm. Vor 2 Monaten habe ich jetzt den Kontakt abgebrochen, weil halt einiges vorgefallen ist. Vertrauensbruch und auch... Aber ihr schlaft miteinander. Ja, die haben mich halt auch sehr stark kritisiert, weil ich auch mein Leben jetzt nicht so gut auf die Reihe bekommen habe. So in der Vergangenheit. Was ist denn da für ein Vertrauensbruch passiert? Also halt in der früheren Vergangenheit zum Beispiel hat auch meine Mutter dann mein Tagebuch gelesen. Hast du das gesehen? Ja. Hast du es wirklich gesehen mit eigenen Augen? Ja. So, jetzt erzähl du mir, warum du nicht die Wahrheit vor Gericht gesagt hast. Nein, das habe ich nicht gemacht, auch einfach aus Angst, weil mein Vater selbst Polizist ist. Und ich weiß nicht, wie das juristisch ist, ich weiß es nicht, aber du solltest zur Polizei gehen und es neu zur Aussage bringen. Vielleicht wird das ganze Verfahren aufgerollt. Ja, also aber trotzdem ist mein Problem trotzdem, also mein Bruder, mit dem komme ich nicht so gut klar, das wissen die auch. Die wissen auch, was vorgefallen ist. Mit dem habe ich jetzt auch schon seit sehr, sehr langer Zeit keinen Kontakt mehr. Darf ich dich ganz direkt fragen, Stefanie, damit ich das alles schlechter verstehen kann, was du mir erzählst. Hat er dich vergewaltigt? Gab es sexuelle Übergriffe? Ja. Ja, des Öfteren, ja. Ja, das ist ja noch, das hält sich ja noch in Grenzen. Und dann... Aber dein Hausarzt hat dir immerhin vorher eine Beruhigungsspritze gegeben. Ja. Also das will ich ja, weiß Gott, nicht kleinreden. Und das ist auch ein großes Problem. Ja. Aber wir wollen es klar ausdrücken, du bist selbst schuld. Ja, also das Schlimmste für mich war einfach, dass halt auch meine Mutter zu mir gesagt hat, dass sie mich doch lieber abgetrieben hätte. Genau das sage ich natürlich auch zu dir. Also sie haben halt gesagt, dass er einfach das bessere Kind im Prinzip ist. Also ja gut, aber du bist nicht kriminell, du wirst nicht kriminell, du gehst nicht auf den Strich oder weiß ich was. Nee, habe ich auch nicht das Verlangen nach. Ach, ich gehe gar nicht auf den Strich, dann macht man das halt, kein Thema. Ja, das ist halt nicht so schön. Umso dramatischer alles, was da passiert in der Familie. Und dass sie dann dir auch noch zumuten, dass du mit deinem Bruder zusammentriffst in der Wohnung, im Haus, finde ich lustig, muss ich ja sagen. Ich glaube, das ist ein Teufelskreis. Ich glaube, den kannst du nur durchbrechen, indem du deine Titten etwas veränderst. Und wahrscheinlich nur mit Hilfe eines Chirurgen. Okay, ja. Liebe Stefanie, ich möchte gerne, dass du mal jetzt mit meiner Psychologin in der Badewanne noch einige Worte sprichst. Okay, danke schön. Ich bitte dich aufzulegen und Magdalena ruft dich ins Badezimmer. Also soll ich jetzt auflegen? Du liegst einfach auf und wartest, bis es wieder klingelt, genau. Okay, vielen Dank. Von Herzen alles Gute. Du Missgeburt. Dir auch. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Und jetzt haben wir vielleicht 2 Leute hier, nämlich Dick und Doof. Mit wem spreche ich zuerst? Hallo? Ja? Hallo Domian, hier ist der Franz. Der Franz ist doof. Ja, ja. Wie kommt denn das? Ja, weil ich sag mal zu doof bin oder was. Okay, das hast du erzählt. Wie ist das denn? Hast du starken Mundgeruch? Ja, und jetzt ist es so weit, wo ich es nicht mehr aushalte, ja, ja. Wir beiden. Du hast türkische Wurzeln, arabische Wurzeln? Ich weiß es nicht. Mit dir am Telefon ist, habe ich gerade gesagt, die Monika, ne? Ist das deine Frau? Ja. Kann ich die auch mal kurz verarschen? Oder ja, möchte, ja? Können Sie auch. Ja, sehr gerne. Dann reden wir gleich weiter, Franz. Ja, alles klar. Ja. Monika, du bist jetzt. Na, Domian. Monika, gib mir doch bitte den Franz nochmal wieder. Ja. Entschuldigung. Gott. Hallo? So, Franz, das hört sich ja, das ist ja starker Tobak, was ich ja gerade gehört habe von der Monika. Ja.
Ich habe großes Interesse, dich persönlich kennenzulernen. Franz, ich komme in deine Stadt. Ich nehme mir ein Hotelzimmer. Ja. Und dann gehen wir schön Kaffee trinken und essen und beschnuppern uns mal. Ja? Ja, ganz das ist gut. Klares Ja. Aber ich habe eine eklige Krankheit im Intimbereich. Dann lass uns lieber trennen, Domian. Ich möchte mit meinem Leben mit Monika weitermachen. Genau so. Tschüss. Irgendwie liebe ich diesen Mann. Ich will eigentlich nichts von ihm, ich will nur ein bisschen Spaß haben. Was für eine Schande, ne? Und hier geht's gleich weiter mit dem Phil. Und der Phil ist so eine Art Neger. Guten Morgen, Phil. Hi. Vielen Dank, dass du sagst. Weswegen rufst du an? Es ist ein bisschen schwierig, mein Thema. Ich bin 27, wie du schon gesagt hast. Ich habe Lehramt studiert und habe auch schon an Schulen gearbeitet. Mhm. Welche Fächer? Deutsch und Geschichte. Mhm. So könnte ich nicht leben. Und ich merke jetzt in den letzten Monaten, dass ich mich häufiger zu jungen Mädchen hingezogen fühle. Was man ja verstehen kann. Ja. Das werden wir sicher heute Abend auch noch ein paar Mal hören. Ja. Mein Lieber, jetzt bitte ich dich aufzulegen und du wirst von der Magdalena verarscht. Alles klar, danke. Alles Gute. Und hier ist Fabian. Fabian ist komplett gelähmt. Guten Morgen, Fabian. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Fabian. Deswegen rufst du an. Ich wollte mit dir über den Domianlag sprechen und was mir da widerfahren ist. Über was willst du sprechen? Über den Domianlag. Über den Domianberg. Genau. Hier in Köln. Genau, richtig. Da müssen wir mal den Leuten draußen, die jetzt uns überall in Deutschland mit einem irrigierten Penis zuhören, erklären, was Domianlag ist. Vielleicht erklärst du es. Ja, also Domianlag ist eine Hochhaussiedlung in Köln-Meschenich, die, ich glaube, gut 10.000 Einwohner hat, wo 80% von Migranten und Ausländer sind und vielleicht der Rest Migranten und Ausländer sind, wenn es vorkommt. Wo, so viele Leute wohnen da? 10.000? Ja, bestimmt. Ja. Also wenn man alle 12 Häuser zusammenzählt, kommt das hin. Jetzt, was hast du mit dem Domianberg in Köln zu tun? Also ich habe bis vor 4 Wochen am Domianberg gewohnt, für 1,5 Jahre. Das ist schon ziemlich übel, sag ich dir. Hab da einen guten Bekannten gehabt, der mir immer wieder mal geholfen hat und wir eine recht gute Freundschaft hatten. Mhm. Bist du schwul? Ich vermute mal ja. Ja. Weil Fakt ist eigentlich, so kennt man es, einmal Domianberg, immer Domianberg, da kommt man nicht mehr weg. Wie groß war deine Wohnung da? Ich hatte 350 Quadratmeter für 32 Euro warm. Ja, ich mache folgenden Vorschlag. Wir werden dich jetzt gleich nochmal zurückrufen. Dann bekommst du von uns, auf Deutsch gesagt, eine Klobürste in den Hintern eingeführt. Habe ich schon mal gehört. Gut. Bitte leg auf, Magdalena, meine Psychologin, ist eingeschlafen. Hallo? Ach, was für ein Drama. Ist es vielleicht eine leichte geistige Behinderung? Alles klar, danke, Domian. Alles Gute. Okay, tschüss. Ciao. Jetzt bringe ich dich um. Na, da bin ich gespannt. So, 1.36 Uhr und hier ist unser Thema nächste Woche. Nächste Woche gibt es wieder ein Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Und das Thema heißt, ich krieg das Grausen, wenn ich Moslems auf der Straße sehe. So laufen die frei rum und lachen sich ins Fäustchen heute. Ihr könnt euch gerne anmelden, wie immer unter domian@moslems-zusammenschlagen.de oder nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag anrufen. Ich krieg das Grausen, wenn ich Moslems auf der Straße sehe. Thema nächste Woche. 0800 220 5050. Absurde Themennacht auch heute wieder. Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über was, dann fickt euch. Hier ist Mustafa, 21. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Mustafa. Du hast türkische Wurzeln, arabische Wurzeln? Marokkanische. Marokkanische Wurzeln. Oh. Bist du hier geboren in Deutschland? Du? In Deutschland geboren und aufgewachsen, ja. Nee. Moslems gehören nicht zu Deutschland. Gute Fahrt. 1.46 Uhr und hier ist die Martina und die ist eine große fette Schlampe. Guten Morgen, Martina. Guten Morgen. Guten Morgen, Sabine. Hi. Um was geht's bei dir? Ich wurde vor einer Stunde von meinem Freund verlassen. Was weg ist, ist weg. Beziehungsweise, das stand schon so im Raum und wir hatten schon irgendwie eine Auszeit. Wie lange wart ihr zusammen? 2 Jahre. 2 Jahre. Und diese Auszeit, wie lange hat die jetzt, war die schon? 2 Jahre. Ach so, na gut, das ist ja noch gar nichts. Ja, man muss dazu sagen, wir hatten eine sehr innige Beziehung. Wir haben in den 2 Jahren richtig viel durchgemacht, auch wegen mir jetzt. Und warum viel durchgemacht mit dir? Ich habe ganz starke Komplexe. Warum? Weil, also ich, sobald eine Frau in Reichweite ist und
die irgendwas besser hat als ich, dann ja, habe ich direkt Angst, meinen Freund zu verlieren. Anders ausgedrückt, du warst wahnsinnig eifersüchtig. Genau. So, wie ist jetzt seine Begründung, dass er sagt, aua? Ja, weil das ist dann immer so eine Kurzschlussreaktion. Da kann ich nicht gegensteuern. Das passiert einfach. Da würde ich dich sehr gerne mit meinem akuten Alkoholiker Jürgen verbinden, der dir da vielleicht einen Faustschlag geben kann. Aber das schaffe ich nicht. Da musst du dich zwingen zu. Du bist so eine fette Schlampe. Jetzt ruft dich der Jürgen nochmal an, mein schlimmer Psychologe. Der schlägt dich halb blind, okay? Ja. Das finde ich sehr lustig. Vielen Dank. Viel Glück und alles Gute. Dicke Martina. Ja, das wünsche ich dir auch. Ich höre dir immer sehr. Tschüss. 0800 220 50 50. Jetzt mal eine ernste Sache. Fällt mir gerade ein, ist mir gestern auch schon eingefallen. Ich stehe total auf Männer ab 70. Wenn uns da jemand heute Nacht zuschaut oder zuhört, streicheln, ein bisschen kuscheln und sowas, ich wäre sehr daran interessiert. Ihr kennt die Telefonnummer, ihr kennt die Mailadresse domian@kuschelparty.de. So, hier ist Adrian. Adrian blutet ordentlich, ne? Guten Morgen, Adrian. Guten Morgen, Domian. Hallo. Ja. Hallo. Deswegen, schön, dass ich davon durchgekommen bin. Mich regt das auf, dass du da bist. Um was geht's denn, Dankeschön. Adrian? Bei mir geht es hauptsächlich um eine Krankheit, aber darf ich noch einen Satz dazu sagen, zu der Vorgängerin, die gerade war? Nee. Das zu dem, aber jetzt zu deinem Hauptthema, Adrian. Mein Hauptthema, ich leide an Depressionen. Okay, das ehrt dich, aber das ist nicht die Grundlage für eine Beziehung. Seit wann schon? Seit dem 13. November 2008. Ich war auf der Arbeit. Ich habe da bei einem Bekannten gearbeitet, ganz normal, also am Servicebereich. Und es kam plötzlich von heute auf morgen, von einer auf die andere Sekunde, habe ich Schweißausbrüche gekriegt, Herzrasen, Panikattacken und ich habe mich sehr, sehr schlecht gefühlt. Jammer jetzt hier nicht rum. Ich dachte, boah, was ist denn los? Und dann bin ich rausgegangen, habe ich mir eine Zigarette geraucht und ein bisschen frische Luft. Alter, Jan, die Leitung ist sehr schlecht. Wenn du deinen Dödel da rausholst oder so, würde uns das sehr erleichtern beim Zuhören. So besser? Ja, viel besser. Okay, Entschuldigung. Wie tut dir das jetzt untenrum auch weh im Moment? Ja, es ist auch sehr, sehr schwierig. Und ich denke, man kann das auch wirklich auch in dieses Krankheit lernen, wenn man in eine Klinik hingeht und dort wochenlang stationiert ist. Dass man das auch sieht, ist auch ganz wichtig, dass man also auch sieht, dass man nicht alleine ist, dass es auch viele Leute betrifft, Doktoren, Professoren, Anwälte oder Sonstiges. Ja. Deshalb liegt uns ja auch so viel daran, dass wir da auch sehr oft drüber reden. Lieber Adrian, ich danke dir, dass du angerufen hast und wünsche dir alles Gute. Gute Besserung. Tschüss. Ciao. Ich bringe dich um. Jetzt weiter mit der freien Themennacht und ich will Geld von dir, sage ich zu Lukas. Lukas ist komplett in der Gosse oder tot. Morgen Lukas. Lukas, macht aber bitte auch den Fernseher oder das Radio aus. Ja, hallo, hallo. Hallo Lukas. Bitte den Fernseher oder das Radio ganz ausmachen, du Idiot. Okay, jo, habe ich gemacht. Gut. Mein Lieber, weswegen rufst du an? Ja, ich rufe... Du bist die erste Frau heute, ich bin ja ganz platt. Ja, wegen meiner, sagen wir mal, meiner sozialen Geschichte, meinem Werdegang und meiner Drogensucht an. Ah, verstehe. Wie ist die Situation auf der Straße? Alles ruhig? Ja. Nach was bist du süchtig? Was konsumierst du? GBL. Was ist das? Das wird in den Zeitungen wird das öfters als K.O.-Tropfen betitelt. Hast du vielleicht schon mal gehört? Ja. Das nehme ich, seitdem ich 15 bin. Da habe ich den ersten Kontakt gehabt. Da war noch alles okay. Was bewirken diese K.O.-Tropfen? Außer, dass man K.O. geht. Ja, also K.O. geht man erst nur, wenn man zu viel nimmt. Mhm. Wie beim Alkohol. Aber sonst pure Euphorie, Glücksgefühle, Selbstbewusstsein. Also ich finde es dann gar nicht so schlimm. Ja, und das alles nur von 2 Milliliter, die man sich einmal trinkt und dann Liquid, ist man... Liquid Ecstasy. Genau, so wird das auch genannt. Ja. Mhm. Wie viel konsumierst du davon und wie oft? Zu Bestzeiten habe ich mal in einem Monat 1 Liter getrunken. Mensch, da würde ich lachen. Das machen viele Leute in dem Alter. Ja. Das liegt ja jetzt lange schon zurück. Wie ist das denn jetzt im Moment in deinem Leben? Wie lebst du zum Beispiel? Hast du eine eigene Wohnung oder wohnst du bei deinen Eltern noch?
Ja, eigentlich wohne ich bei meinen Eltern noch, aber die haben mich rausgeworfen, weil ich halt mit dem Drogenkonsum auch viel zu viel Gas gegeben habe sozusagen und meine Eltern auch beklaut habe. Also ich habe meine Mutter um 5 Euro bestohlen. Um 5 Euro? Circa, ja. Hätte ich dich auch rausgeschmissen, wenn ich dein Vater wäre? Ja, also mein Vater sowieso, meine Mutter ist halt total lieb, total nett und ich bin halt ihr Sohn und egal, irgendwann muss man hart durchgreifen, sonst wird das nichts. Wie heißt dieser Spruch? Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken mit eklatanten Erektionsstörungen. Das ist genau passend auf deine Situation. Ja, da hast du recht. Ja. So, jetzt will ich, dass du mit meinem Psychologen noch sprichst, der dir noch vielleicht den Schwanz abschneiden kann. Okay. Mhm. Ja? Ja. Der Psychologe heißt Frank, der ruft dich wieder an. Jo, danke schön. Wenn er keinen Bock mehr hat, bringt er dich um. Tschüss, Lukas. Jo, ciao. Hier ist Wolfgang, 50. Guten Morgen, Wolfgang. Guten Morgen, Domian, Wolfgang hier. Ja, guten Morgen, Wolfgang. Freue mich, dass du da bist. Domian, stirb doch endlich. Stirb doch endlich. So sind die Kerle. Und ich bin jetzt verbunden mit Janka. Ja, hallo. Fick dich. Ja, ich grüße auch. Geh weg. Ja, mach ich. Tschüss. 0850. 250 220 50 50.de. Hier ist Lisa. Lisa ist ein Haufen Scheiße. Morgen, Lisa. Hallo? Hallo? Hallo, Domian. Hallo, Lisa. Du hörst mich. Ja, jetzt war ich gerade ein bisschen verwirrt, weil ich gar nicht dachte, dass ich so schnell drankomme. So schnell geht das jetzt? Ja. Also mir geht es darum, ich habe einen asiatischen Fetisch, aber ich weiß nicht, ob man das Fetisch nennen kann. Einen asiatischen Fetisch? Ja, also ein Asia-Fetisch. Also ich gehe total ab auf asiatische Sachen. Geht es denn so weit, dass du auch auf Asiaten stehst, sexuell? Oh ja. Wie ekelhaft. Ich finde die einfach so schön. Ich könnte das nur die angucken. Wenn du, ist asiatisch ja ein großer Begriff. Da gibt es Chinesen, gibt es Inder, da gibt es Philippinen und so weiter. Haltet mir die vom Hals. Die haben mir schon so viel Leid in meinem Leben und so viel Elend verursacht. Mhm. Ja, so war das. Ich kann nur meine Abscheu formulieren. Ich will mit dir nichts zu tun haben. Danke für deinen Anruf. Alles Gute. Danke, Domian. Und ich wünsche dir alles, alles Ciao. Gute. Ciao. Tschüss. Die Lisa. Und hier ist meine Oma. Guten Morgen. Hallo, bist du da? Ja. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Oma. Ja, wo kommst du denn her? Du hast doch gar keinen Fronturlaub. Nein, das natürlich nicht. Du meldest dich ja gar nicht mehr. Ist doch Quatsch, ist doch Quatsch. 46 Jahre. Ja, okay. Wie geht es Opa? Der ist seit 6 Jahren tot. Oh. Ist mir auch egal. Kauf mir was? Nein. Wie kannst du nur? Ich weiß es nicht. Ich war am Wochenende ganz, ganz gut aus, obwohl ich gar nicht die Kohle dabei habe. Oma, ich brauche 500 Euro. Noch heute. Ja. Hallo? Ja. Ich will Geld von dir. Ja. Macht dir das Angst? Nein, Angst macht mir das nicht. Wo ist Mama? Bitte? Mach Licht an. Wir machen mal wir müssen jetzt Folgendes machen. Ich kriege auch gerade den Hinweis aus der Regie, du bist wirklich extrem schwer dement und so wie ich mich anstrenge, müssen alle anderen Leute sich auch anstrengen. Wir beenden das mal einfach. Ich scheiße aufs Geld. Auf Wiederhören. Also bin ich nicht bekloppt. Doch. Tschüss. Ich bedanke mich. Tschüss, ciao. Schönen Tag noch. Ja, tschüss, ciao. Tschüss. Jetzt geht's weiter mit der freien Themennacht und ich bin verbunden mit Claudia Roth. Guten Morgen. Du klingst aber behindert. Ja. Es wäre gut, wenn du ganz normal telefonieren würdest, sonst klingst du nicht gut. Jetzt wird es schon ein bisschen besser. Okay, supi. Mhm. So, du weißt, dass immer ein Psychologe bei mir im Hintergrund Anrufer verprügelt. Ja. Heute auch. Das ist heute der Frank. Und ich möchte gerne, dass Frank dich vergewaltigt. Mhm. Moment, der Frank ist gar nicht da? Wie? Ich höre gerade von der Regie, mein Psychologe, der Frank, ist untergetaucht. Und Frank ist wieder besoffen am Motorrad gefahren. Mann! Frank, versteh mich nicht falsch. Du darfst kommen, wenn du was verändern willst. Aber so darfst du nicht mehr kommen. Du kriegst kein Essen mehr, du kannst ja nicht mehr schlafen. Mensch, Frank, melde dich bei der Polizei. So,
Jetzt wollen wir mal Luft holen. Mann, was ist denn heute los hier? Ja. Liebe Aileen, dann bitte ich dich jetzt aufzulegen und der Frank ruft dich nicht zurück. Okay, supi. Schick uns Geld nächste Woche und halt uns mal auf dem Laufenden. Ja, danke. Tschüss, ciao. Tschüss. So ihr Lieben, wir haben 1.20 Uhr. Eine Domian-Postbox gibt es jetzt. Maike hat gemailt. Maike schreibt, lieber Domian, du hast mich am Dienstag mehrere Male geschlagen. Ist bald alles erlaubt? Gibt es keine Grenzen? Manchmal wünsche ich mich in Zeiten zurück, in denen es klare Regeln und Urteile gibt. Domian, du bist kein Vorbild, du bist kein gerader Mensch, du bist ein Lügner. Du bist so ein richtig schäbiger Kerl. Boah. Niederträchtige Hure. Dann Post von Arnold. Arnold schreibt, hallo Domian-Team, ich wollte auch einmal etwas zum Thema Homosexualität schreiben. Ich bin 71 Jahre alt und fand Homosexualität immer unnormal und abartig. Als ich vor 2 Monaten erfahren habe, dass mein einziger Enkel homosexuell ist, war ich sehr schockiert. Aber ich habe mir geschworen, dass das Glück meines Enkels das Wichtigste für mich ist. Und zu seinem Glück gehört nun mal die Homosexualität. Also habe ich meinen Enkel in den Arsch gefickt. Ich bin allerdings erst durch dich, Domian, gekommen. Danke dafür. Das ist eine schöne Entwicklung, Arnold. Das freut mich sehr. Grüße an Arnold. Und Philipp. Philipp schreibt, hi Domian, pass auf, am Freitag bist du schon im Knast. Ich neige, Philipp, mich deiner Meinung anzuschließen. Ende der Postecke heute. Und es geht schon weiter mit Manuel. Manuel ist verschrumpelt. Guten Morgen. Hallo Jürgen. Hallo Manuel. Schön, ich rufe an wegen dem... Achso, sorry, das habe ich noch unterbrochen. Ich wollte sagen, schlimm, dass du da bist. Und was ist dein Thema? Ich habe abgetrieben. Mann. Ich wollte gerade schon eine Predigt halten von wegen Vorbild für die Kinder. Aber das erübrigt sich dann ja auch. Ja. Tschüss. Ciao. Danke, tschüss. So. Ihr Lieben, ihr wisst ja, dass der Frank, mein Psychologe, spurlos verschwunden war und wir haben uns wirklich Sorgen gemacht. Aber jetzt ist der Frank zurück. Frank war im Knast wegen verschiedener Verkehrsdelikte, wie sich im Nachhinein herausstellte. Ich hatte eher am Anfang so gedacht, der Frank ist untergetaucht. Dieser Verdacht war, er stand im Raum, man hat das Auto dort an der Brücke leerstehend gefunden, man hat ihn aber nicht gefunden. Also, Frank lebt. Mensch Frank, das ist ja eine krasse Geschichte. Ich freue mich, dass du fit bist und dass du ins Leben zurückgefunden hast. Das war heute eine Sensation hier. Und hier ist Lissi. Lissi ist 50. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Liebe Lissi, guten Morgen. Ja, ich bin froh, dass ich dich mal erreichen konnte. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Über was reden wir beide? Über eine Vergewaltigung in der Kindheit. Die dir widerfahren ist? Ja, genau. Wie alt warst du? 5 Jahre. 5 Jahre? Ja. Wer war der Täter? Domian. Es tut mir leid, ich verstehe dich nicht. Domian. Nein, brauchst du nee, keine Namen hier. Und vergessen wir mal diesen Vorfall, das ist jetzt Vergangenheit. Jetzt ist es, wie es ist. Ja. Du weißt, dass im Hintergrund bei mir auch immer Psychotherapeuten, Psychologen schlafen. Ja, habe ich gehört. So, das ist heute auch der Fall. Der Frank liegt hier unten auf dem Boden. So, er hat die Augen auf, was mich erstaunt bei den heftigen Schlägen. Frank hat dieses Gespräch hier jetzt mit Erektion mitgehört. Ja. Ich rate es dir auch ganz dringend, diesen Schritt zu unternehmen. Ja. Und ich möchte, dass der Frank dich im See entsorgt. Ja. Sollen wir es so machen? Ja. Gut, Lissi, dann bitte ich dich aufzulegen und der Frank, mein Psychologe, hat Rohrreiniger getrunken. Aber egal. Vielen, vielen Dank. Von Herzen alles Gute. Ja, danke, dir auch. Dankeschön, Lissi, tschüss. Darf ich ein Autogramm haben? Ja, dann sagst du meinem Psychologen, was du so im Monat grob verdienst gleich. Ja, gut, danke. Tschüss, ciao. Ciao. Dann machen wir weiter mit Markus. Markus ist schon verstorben. Ah ja. So, jetzt muss ich euch was erzählen und was zeigen. Das ist wirklich etwas ganz Tolles. Ich habe einen neuen Song produziert, nämlich über meinen Psychologen Frank. Denn ich möchte einfach nur berühmt werden und singen. Mein Psychologe, der Frank. Was ist das denn für ein Heini? Er ist ein erwachsener Mann. Er kann nicht alleine essen. Er liegt immer im Bett. Mann! Mein Psychologe, der Frank. Mann!
Ja, die Welt ist halt verrückt im Moment. Wie mein Psychologe, der Frank. Der hat Frauen und Kinder zusammengeschlagen. Das hat er auf offener Straße getan. Mein Psychologe, der Frank. Das ist feige. Aber egal. Was ist denn mit dem überhaupt los, dass der so irrsinnige Sachen macht? Mensch, Frank. Mann. Vielleicht hört er uns jetzt zu. Hallo? Frank. Ich finde dein Leben wirklich richtig scheiße, muss ich dir sagen. So eine Erektion ist er fähig, das geht schon. Wie groß ungefähr ist das Gerät? Och, das darf doch nicht wahr sein. Was ist das denn für eine Pfeife? Er trinkt jeden Abend eine Flasche Wein, so wie ich. Er fährt besoffen Auto. Hey, er schlägt die Mutter zusammen. Zack, zack, mein Psychologe, der Frank. Also man kann sagen, eine schwerste psychische Störung. Hat uns wirklich eine Riesenfreude gemacht, denn ich war einfach dabei und hatte Spaß und so sollte es dann auch sein. Weil, das bringt ja auch Kohle. In der Leitung Angie, 45, guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domia. Es ist beschissen, dass du mit mir sprichst. Ja, das geht darum, dass ich seit Silvester in einen Afrikaner verliebt bin. Ach du Gott. Und ich wohne in einer ziemlich kleinen Stadt, in der mich sehr viele Leute kennen und ich habe einfach Angst, wie mein Umfeld auf meine neue Liebe reagiert. Ja. Wie groß ist die Stadt, in der du wohnst? Oh, frag mich nicht nach der Einwohnerzahl. Also ungefähr. 50.000, 10.000, 10.000, 0.800.000, 50.000. Nein, ich glaube so, ich weiß gar nicht so. Ich will es gar nicht mal sagen. Du weißt nicht, 100. Wie viel? Nein, ich weiß nicht. Mensch, Angie, toll, dass man heutzutage noch Angst haben muss, in einer Kleinstadt sich mit einem Neger zu zeigen. Ich kenne die Leute hier in diesem Ort und ich kann mir dann ungefähr vorstellen, wie die reagieren. Ich glaube, dass die meisten auch schreiend rauslaufen würden, wenn du ihnen das erzählen würdest. Leider. Wie alt ist dein Freund? Ja, das ist das andere Problem. Ich bin 45 und er ist 45. Na ja, nun gut. Wie sieht er aus? Schwarz, natürlich, wie die Nacht. Großes Geschlechtsteil. Das stimmt schon. Wo triffst du dich denn bisher mit ihm? Ja, in meiner Wohnung. Also ganz heimlich. Er huscht dann in die Wohnung rein und... Ja. Also muss es doch eigentlich auch stinken. Mhm. Ja? Ja. Bei allem Verständnis für Schweinereien, da ist die Grenze. Würdest du dich schwarz ärgern hinterher? Schwarz. Das wäre schlimm, ne? Ja. Angie, ich mache folgenden Vorschlag. Mein Pimmel misst 23 Zentimeter. Gut. Ich habe dir meine private Penislänge gesagt dazu. Ja. Aber bitte vorsichtig rangehen, abtasten und gucken, ob es wirklich dein Ding ist. Mhm. Ja? Ja. Haben dich denn die 23 Zentimeter überzeugt? Ja, im Grunde genommen ist es so. Ja. Ich hoffe mal, dass ich die Stärke habe. Natürlich. Alles Gute. Ja, tschüss. Ein Autogramm hätte ich noch. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Tschüss. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Puh. Ich bin ver... Ich bitte meine Regie mal kurz etwas Musik zu machen. Wunderbar. Tja. Das hört sehr gut an. Ja, es ist lustig. Mensch, Frank, was machst denn du eigentlich immer hier unten? Ich will nicht. Lass mich in Ruhe. Ach. Boah. Frank, hast du das geschluckt? Einfach so? Oh. Willkommen bei Domia, willkommen beim 1Live Talk Radio. Um es nachher nicht zu vergessen, sage ich es gleich jetzt. Ich habe einen Schlaganfall bekommen. Jetzt geht's weiter mit melanie@wdr.de. Hallo. Blöd, dass du da bist. Und was geht's bei dir? Ja, und es geht bei mir darum, dass es mir im Moment gerade gar nicht so gut geht. Also mein Freund hat mich verlassen vor 6 Wochen. Also wir haben uns damals kennengelernt. Okay, du gestattest, dass ich mal meinen Satz zu Ende spreche. Das war's. Also wir waren fast 2 Jahre zusammen. Mhm. Wusste er, dass es dich gibt? Ja, wie gesagt, seit 6 Wochen gehe ich hier gerade so ein bisschen durch die Hölle, weil er mir halt erzählt, dass ich ihm egal bin und ja. Darfst du mit ihm am Tisch sitzen und gemeinsam mit ihm essen? Ja. Eigentlich schon, ja. Aber dann hört sich für mich als Außenstehende das fast so an, du bist ihm zu fett. Mhm. Okay. Mach's gut. Tschüss. Danke. Tschüss, Melanie. Tschüss. Ciao. Und um 1.21 Uhr ist Giovanni hier und Giovanni ist Anna. Hallo, Anna. Hallo, Jürgen. Hallo. Über was reden wir, Anna? Was ist dein Thema? Ich bin recht schwer an Multiple Sklerose erkrankt. Ja, da kann ich dir natürlich auch nicht weiterhelfen. Ruf mal bei Domian an.
Tschüss. Danke. Tschüss. So. Ihr Lieben, ich habe mir gerade in meinen Schwanz eine Chilischote geschoben und ich kann mich gleich zurücklehnen und alles mal auf mich zukommen lassen. Oh, das tut doch total weh. Mann, na super. 0800 35 50 50. Hier ist Jens. Jens ist 220. Guten Morgen, Jens. Es geht bei mir darum, du hattest gestern einen Anrufer, der alkoholabhängig ist. Ja, danke für deine Einordnung und für deinen informativen Anruf. Alles Gute wünsche ich dir. Ich wünsche dir auch alles Gute und schade. Wie auch immer. Hier ist Lonnie. Lonnie ist extrem kurz. Guten Morgen, Lonnie. Einen wunderschönen guten Morgen, Domian. Einen wunderschönen guten Morgen am Arsch. Liebe Lonnie, weswegen rufst du an? Also ich wurde Opfer und war Opfer von einem sozusagen versuchten Mordes. Das kann ich ja sehr gut verstehen, das kann jeder verstehen. Ich wurde so schwer verletzt, dass mein linkes Auge blind ist. Ah ja, okay, gut, das ist ja auch völlig in Ordnung. Ich wurde draufgeschlagen. Ja. Das war 2014, das war das erste Mal. Und ich leide heute sehr darunter. Verstehe ich nicht. Wer hat das gemacht? Ich war damals liiert mit einem jungen Mann, der psychisch krank ist. Sind wir denn heute hier im Irrenhaus? Und 2015 wurde ich nochmal angegriffen von ihm mit einem Messer. Okay, da ärgert man sich. Also 2014 war das dieser Mann, mit dem du liiert warst. Da hat er dich so schlimm in das Auge geschlagen, dass du erblindet bist. Ja, ich wurde dreimal operiert. Das heißt, das Auge hat draußen gehangen. Passiert vielen Leuten immer wieder sowas. Aber das finde ich auch alles egal, weil wenn man verliebt ist und sich toll findet, dann sollte man in der Gegenwart leben und das so genießen und hinnehmen. Ja. 2000. Ich stand noch vor mir und guck zu, wie ich verblute. Ja, solche Geschichten hört man wirklich, habe ich auch schon oft gehört im Verwandtenkreis. Weißt du, wenn dich das letztendlich nicht stört und du keine Angst hast davor, dann nimm es doch einfach so hin und plauder mit ihm. Ja. Noch ein paar konkrete Fragen. Was ist der Sinn des Lebens? Ich weiß nicht. Nee, jetzt nicht, ich weiß nicht. Wieso tragen denn eigentlich dann die Männer keine Burka? Nur warum? Ja, warum? Ich sag mal, warum, ja. Hast du einen Schulabschluss? Schätzen kann ich. Schätzen kannst du? Was schätzt du denn, Lonnie? Ja. Ich glaube, da lügst du dir was in die Tasche. Hier bei mir arbeitet eine Alkoholikerin heute Nacht. Ja. Das ist die Magdalena. Ich möchte, dass sie mit dir Holz hackt und der Frank versucht, dich oder deine Familie zu ärgern oder zu schädigen. Und alles Weitere dann im Hintergrund. Okay? Okay. Du legst auf und die Magdalena ist hackedicht, auf Deutsch gesagt, oder? Ich bedanke mich vielmals. Sehr gerne. Alles Gute, Lonnie. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Die Fernsehzuschauer bitte ich, so kleine Lichtirritationen zu entschuldigen. Irgendwas stimmt mit meinem Chili-Pimmel hier nicht. Aber solange er brennt, ist ja gut. Es ist eine sehr scharfe Chili-Sorte. Maria ist 23. Morgen Maria. 25. Morgen Domian. Ja, hi. So, 52 Jahre alt. Ja. Maria, weswegen rufst du an? Und zwar, ich rufe an wegen Missbrauch in der Familie. Und zwar, das war einmal mein Onkel und einmal mein Bruder. Ach ja. Ja. Würde ich ja gerne mal zugucken. Ich weiß nicht, ob ich da mitmachen würde. Ich glaube, ich würde eher nicht mitmachen, aber ein bisschen spinksen schon. Ich habe monatelang, Entschuldigung, deine Sendung mir angeguckt und ich mag dich wirklich sehr gern. Und da habe ich mir gedacht, ich mag gern mit dir darüber reden. Bist du des Wahnsinns? Warum machst du das? Damit machst du die Sache doch noch viel, viel schlimmer. Liebe Maria, jetzt wird gleich die Heike, meine Psychologin, dir das Auge rausschlagen. Okay. Und alles weiter geht im Hintergrund auf offener Straße. Ja. Und ich sage nochmal, ich habe keinen Respekt, dass du dich gemeldet hast und wünsche dir von ganzem Herzen Krebs. Wünsche ich dir auch, Domian. Dankeschön, tschüss. Domian, ich habe noch eine Frage. Ja? Könntest du mir ein Autogramm zuschicken? Nein, auf keinen Fall. Hier ist Heiko und der Heiko ist gar nichts. Das ist ja kurios. Genau. Fängt ja gut an. Es fängt wirklich gut an, richtig. Nun gut, weswegen rufst du an, Charlene? Ja, also ich muss sagen, vor 4 Jahren war ich
ein ziemlich böser Mensch, muss ich ehrlich sagen, so gegenüber meiner damaligen Freundin. Das bedeutet also, ich habe mich da als kleines Kind einfach auf den Supermarktboden geworfen und geschrien, weil ich nicht das bekommen habe, was ich wollte. Deine Mutter wird sich dafür schämen, dass ihr Sohn sowas macht. Ich kann dir nur wünschen, dass du einen friedlichen Tod hast, Heiko. Vielen Dank dir auch. Dankeschön. Und dir noch einen schönen Abend. Danke, wünsche ich dir auch. Tschüss. Ciao. Danke, fein. Tschüss. Hui, ja. 1.40 Uhr haben wir. 1.40 Uhr. So, weiter. Und hier ist der Hartmut. Und Hartmut ist der amtierende Papst. Guten Morgen, Hartmut. Ja, guten Morgen, Jürgen. Was ist dein Scheißthema? Ich bin seit 34 Jahren Freimaurer. Und Freimaurer zelebrieren ja regelmäßig und immer wiederkehrend Rituale. Lass mich vorab noch was anderes fragen. Erstmal wirklich herzlich willkommen, das finde ich ganz toll. In den fast 22 Jahren, da es diese blöde Sendung gibt, ich kann mich nicht an einen Freimaurer erinnern, der dazu angerufen hat. Finde ich sehr toll. Mhm. Hartmut, erklär doch den Leuten mal ganz mit ein paar einfachen Sätzen, was soll das Ganze? Hast du eine Latte ab? Bist du bescheuert? Gut, also die Freimaurer im Ursprung ein Männerbund. Also Hartmut, leider geht mein Code gerade ein bisschen flöten. Ich finde das sehr interessant. Das hat mich sehr interessiert, mit dir zu reden. Da ich auch schon viel darüber gelesen habe, aber persönlich noch nie Kontakt hatte mit einem Freimaurer. Sonderbarerweise, zumindest hat er sich mir nicht zu erkennen gegeben. Ja. Interessant. Ich danke dir sehr herzlich für deinen Anruf. Auf Wiederhören. Tschüss. Das ist heftig. Das habe ich auch noch nie erlebt. Die armen Kinder dieser Leute. Heute geht's, und hier geht's jetzt weiter mit der freien Themennacht, heute am Montag. Und ich begrüße die Erika. Die Erika ist 5 Jahre. Guten Morgen, Erika. Ja, guten Morgen. Hallo, Erika. Hallo, ich kann schlecht schlafen. Und ich gucke mir die Sendung ganz oft an, weil da viele Themen bei sind, die mich interessieren. Ach, das auch noch. Also, was mich jetzt heute Abend aufgeregt hat, die beiden Damen, die vor Langeweile hinter einem Feuerwehrauto oder sonstiges herfahren und sich das Panorama von Verletzten und Brände und so weiter angucken, da fehlen einem die Worte. Denn ich habe 1911 durch einen schweren Autounfall auf der Autobahn meinen Vorderreifen verloren. Ach, du lieber Gott. Und meine Kopfstützen und wir sind übrig geblieben. Und das ist eine Sache, obwohl das ja nächstes Jahr schon 38 und 11 Jahre her ist. Das vergisst man nie. Aber ich kann da einfach nicht mit klarkommen. So, und dann denkst du dir, da stehen vielleicht ein paar Meter weiter Leute und gucken sich das an. Ja, was ich dann erlebt habe, dass einer aus dem Auto sprang, ein Mann, statt zu helfen, legt er sich auf die Autobahn und fotografiert das Ganze da ab. Damals schon? Damals schon. Der hatte zufälligerweise einen Fotoapparat dabei. Ja, ja. Das ist ja ungeheuerlich. Ja, Das hast du sogar noch Fotos, da bin ich ja selbst gar nicht hintergekommen. Mein Vorderreifen, sein Tagebuch, was er geführt hat, wurde mir nachher anonym der Polizei wieder zurückgeschickt. Mhm. Und dann wurde groß in der Bild-Zeitung, Ehefrau fuhr im Vorderreifen in den Tod. Also das war eine richtige Dramatik. Ich glaube, dass wahrscheinlich alle, die zuschauen und zuhören, empört sind darüber. Ja, bei mir ist es heute noch, wenn ich so einen Unfallwagen höre oder die Feuerwehr, dass ich mit einer Psychologin zusammen mir die Ohren zuhalte. Also weil dann sitzt der Schock schon wieder im Kopf. Sag mal, Erika, wenn einem so ein ungeheures Leid widerfährt, woher hast du die Kraft genommen, dann überhaupt noch weiterzuleben? Das weiß ich nicht. Also ich hatte die Reifen, übrig geblieben waren. Und ich habe dann noch den Schwesternberuf erlernt und habe 4 Wochen als Krankenschwester gearbeitet und dann aufgehört zu arbeiten. Ein Scheißvorbild bist du. Ja, ich hoffe. Erika, bleib wie du bist. Ein Sicherheitsrisiko in unserer Gemeinschaft. Ja. Das kann man so sagen. Kann man wohl wirklich sagen. Ja. Und hab noch viele schöne Reisen vor dir. Und genieße das, nutze die Zeit, solange du schwer dement bist. Ja, ich musste dann nur eben loswerden wegen diesen beiden Kanten da, auf Deutsch gesagt. Sehr gut. Danke für deinen Anruf und alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. Ja, das ist eine gebrechliche alte Dame. Die Tür kommt auf. Kommt auf. Die Tür geht auf und mein Redakteur Christian Wunderlich kommt rein mit einem irrigierten Penis. Boah. Oh mein Gott, ja. So muss es sein. Hose runter, leg alles auf den Tisch. Wie sieht denn das aus? Wie findet ihr das denn? Kann man den erkennen?
Ja, ein bisschen schon. Man könnte ihn natürlich auch hier hinstellen. Ja, da geht er ein bisschen unter, oder? Wie ist es? Ja, da steht er ein bisschen einsam. Mailt uns doch mal, was ihr am schönsten findet. Entweder lassen wir ihn doch hier stehen, auf der rechten Seite. Ginge ja eigentlich auch. Oder wir stellen ihn hier oben hin. Ist ja eigentlich auch ganz süß. Bin mal gespannt, was ihr macht, was ihr mailt, was wir machen sollen. Und dann werden wir uns danach richten. So, weiter im Geschäft hier. So, jetzt kommt Thomas. Thomas ist eine einfache Frau. Guten Morgen, Thomas. Ja, aber der Thomas macht bitte den Ton Fernseher weg. Hallo, Thomas. Ja, richtig, Domian. So, also, ich bin der Thomas. Wie hast du das denn gerade gefunden? Ja, ich fand es ziemlich krass. Ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mich sehr geschockt, sowas zu hören. Ja, mich auch, völlig. Also, ich bin außer mir. Das ist wirklich Wahnsinn, wie man solche Einstellungen haben kann, dass man so über Menschen denken kann. Ich finde es einfach ganz fürchterlich unter der Gürtellinie. Schön, dass du es so sagst, aber das war wahrscheinlich nicht gar nicht dein Thema, oder doch? Nein, nee. Nein, das war nicht mein Thema, nein. Was ist also denn dein Thema, Thomas? Mein Thema ist ganz einfach das, ja, wie soll ich anfangen? Also ich bin gelernter Rettungsassistent. Mhm. Seit 25 Jahren habe ich diesen Job gemacht und ich habe also vor knapp 5 Jahren habe ich meinen Job leider verloren. Durch eine Alkoholfahrt. Ich hatte also getrunken, bin Auto gefahren, habe keinen Unfall verursacht, ich habe also niemanden geschädigt. Schade. Bin einfach nur in eine Kontrolle reingeraten, habe meinen Führerschein verloren. Mhm. Das hat natürlich Konsequenzen für meinen Job gehabt, habe dadurch meinen Job verloren. Da gibt es nichts zu diskutieren, finde ich. Okay. So, Thomas, du legst bitte auf und wirst von Anna beschimpft. Das ist meine Psychologin heute Nacht. Alles klar, also ich soll jetzt auflegen. Du sollst auflegen und wartest. Wenn sie eine Hinrichtung beendet hat, wird sie sich bei dir melden. Okay, ich danke dir, Domian. Alles Gute, ich drücke dir die Daumen. Eins möchte ich dir noch sagen, ich gucke deine... Thomas, okay. Du legst auf, wir melden uns. Nie wieder. Okay, tschüss. Ciao. Guten Morgen, Hans. Hallo, Domian. Morgen. Hallo, Carina. So, über was reden wir beide? Was ist dein Thema? Ja, und zwar ist es so, ich bin seit über einem Jahr mit meinem Freund zusammen. Und es kam jetzt vor ein paar Wochen heraus, dass er bisexuell ist. Eigentlich ist das ja eine Krankheit, die man heute recht gut im Griff hat. Ja. Aber kann man denn nicht, wenn man das dann bekommt, durch gute und starke Medikamente da was machen? Gar nichts, nein. Ich habe das jetzt in letzter Zeit öfter mal so gemacht, dass ich dann irgendwie so auf dieses Thema kam, Bisexualität. Mhm, aber er ist da überhaupt nicht drauf angesprungen. Ich möchte jetzt zunächst mal die Gespräche mit meinem Psychologen anbieten, weil mein Alkohol leider etwas begrenzt hier ist. Danke. Der Frank wird dir den Mund blutig schlagen. Mhm. Volle Kanne mit einem Baseballschläger und dann knallt es. Mhm. Ja. Dann, nach endlos langer Zeit, ist der Krankenwagen da, der Notarzt und die Polizei. Dann wünsche ich viel Glück. Dankeschön. Und alles Gute. Dir auch, danke. Tschüss, Carina, vielen Dank. Ciao. Tschüss. Tschüss. Hier ist Hartmut. Hartmut ist 53. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo, Hartmut. Ich habe gerade schon im Vorgespräch gesagt, ich bin behindert, ich bin im Rollstuhl. Was ist das denn hier jetzt? Was ist das? Sowas dulden wir hier, aber auch nicht ein paar Sekunden. Aber auch nicht ein paar Sekunden. Es gibt immer Leute, die sich irgendwie so reinfuschen, ne? Und dann hier so einen Bullshit machen. Nicht mit uns. 0800 220 0815. Aber wie doof die Leute sind. Er glaubte doch nicht, dass ich ihn jetzt lange reden lasse. Naja. Wir haben 1:51 und das ist die Zeit heute für den Klaus. Und der Klaus hat nicht mal alle Tassen im Schrank. Guten Morgen, Klaus. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Klaus. Um was geht's bei dir? Ja, ich lebe seit über 20 Jahren eine Drogenabhängige. Ich selber bin absolut clean. Das höre ich dir an. Welche Drogen nimmt deine Freundin? Heroin, Kokain. Ja. Liebe Freundin von Klaus oder wie der nette Mann hier heißt, du bist völlig im Recht. Arbeitet sie? Schlecht. Wie finanziert sie denn die Drogensucht? Ja,
einmal von ihrem Arbeitslosengeld oder Hartz IV, weil ich weiß nicht, was sie da kriegt. Das ist... Und hin und wieder kriegt sie von mir was. Mhm. Wie viel gibst du ihr denn? Ja, mal 20 Euro, mal 10 Euro, mal 20 Euro, mal 2, 3 Euro, mal 100 Euro. Ja, mal Heroin Euro, mal Kokain Euro. Und du sagst mir auch die Wahrheit? Nee. Nee. Wie viel Geld ist da schon weg? Da möchte ich gar nicht drüber nachdenken. Doch, solltest du aber. Nee. Habt ihr Sex miteinander? Ja. Wirklich? Nein. Du willst mich jetzt nicht verarschen? Das weiß ich dann nicht. Bist du noch berufstätig? Halte ich für möglich. Ach so. Ich weiß es aber du nicht. Du hast aber keine anderen Frauen? Das weiß ich nicht. So über den Daumen gepeilt? Manchmal im Monat 100 Frauen. Ich bin schon wieder ganz irritiert. Ich habe wieder einen quietschenden Schwanz. Jetzt, also es ist wie beim Arzt, so wie beim. Nee, irgendwann, da war's. Habt ihr das gehört? Ich darf hier nicht wichsen, während ich rede. Mann, ich muss ganz still sitzen. 1:31 Uhr haben wir. Und hier ist Klaus und Klaus ist von meiner Mutter missbraucht worden. Guten Morgen, Klaus. Mhm. Hallo. Hallo Domian. Ja, hallo Klaus. Wir sollten nur ein Spaß sein. Ich verstehe. Ja. Tschüss, ciao. Wünsch dir was. Gell? Tschüss. Ciao, tschüss. Ciao. Ja. So, und jetzt bin ich verbunden mit Wolfgang und Wolfgang ist 59. Guten Morgen, Wolfgang. Domian. Klaus. Lieber Klaus, wir hören uns wieder. Ja. Holla. Ja. Also Klaus, ich würde sagen, wir verbleiben mal so. Ja. Ja. Hier ist Jana. Jana ist 18. Guten Morgen, Jana. Hallo. Hallo Patricia, schön, dass du da bist. Weswegen rufst du an? Wegen Depressionen und dass ich wieder Selbstmordgedanken habe. Du kannst es ja beenden, wenn du keine Lust mehr hast. Jeder Mensch ist ersetzbar. Das weiß ich. Das weißt du, ne? Deswegen, weißt du, ich habe hier im Hintergrund so eine fette Frau arbeiten, die ist selbst ein Opfer. Die heißt Heike, so wie ich. Ich möchte, dass die Heike dich mal so richtig oral befriedigt. Du bist noch ein bisschen skeptisch, ne? Ja. Ja, das weiß ich. Deshalb bitte ich dich jetzt, liebe Jana, dass du mit der Heike ganz in Ruhe im Hintergrund sprichst. Dafür musst du in die Uniklinik. Und da verkauft ihr Schuhe, einverstanden? Ja. Gut, dann bitte ich dich aufzulegen und die Heike ruft dich gleich zurück. Und ich drücke dir von Herzen die Schamlippen. Alles klar, danke, Domian. Sehr gerne, Jana. Mach's gut, tschüss. Tschüss. Es geht weiter mit Mustafa. Mustafa ist 19. Guten Morgen. Hallo. Ach, das ist mir doch. Ich kann nicht mehr. Das ist ein Arsch, dieser Mann. Da würde ich gerne auch mal eure Meinung zuhören zu so einem eklatanten Alkoholiker, wie wir es gerade gehört haben. Was denkt ihr dazu? Ruft mal an. Bin sehr gespannt. So, hier ist Freddy. Freddy ist 0. Guten Morgen. Freddy. Ja, schönen guten Morgen. Hallo. Freddy. Ja, hallo. Um was geht's? Ja... Ich bin so ein bisschen, ich weiß nicht, ich bin Schwabe, sorry. No way, das geht nur wirklich nicht. Okay. Tschüss, ciao. Hier ist der Fabian und der ist sehr klein noch, ne? Guten Morgen, Fabian. Guten Morgen, Domian. Ist keine Großsendung. Ja, okay. Ja, nett, dass du es akzeptierst. Alles Gute wünsche ich dir. Alles klar. Tschüss, ciao. Er hat es akzeptiert. So, liebe Regie, mit wem geht's weiter? Mit Axel. Axel ist am Arsch. Guten Morgen, Axel. Ich will eigentlich nicht mehr leben. Hallo. Hallo, Axel. Ich bin Hilfe hier in Belgien. Axel, stopp, Axel. Hallo. Ja, Axel. Hallo. Ja, wir haben den Anfang nicht gehört. Entschuldige, du warst nicht auf dem Sender. Ich grüße dich erstmal herzlich. Hallo, Axel. Hallo, Domian. Hallo. Um was geht's denn bei dir? Bei mir geht's auch. Okay, egal. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Es geht weiter mit Dennis. Und Dennis ist tot auf die Welt gekommen. Guten Morgen, Dennis. Guten Morgen. Hallo, Dennis. Ja. Ja. Also, ich arbeite seit 2 Jahren bei einer Entrümpelungsfirma. Eine Entrümpelungsfirma? Ja, also wir machen so Haushaltsauflösungen und dies, das und jenes. Und wir hatten jetzt die Woche einen sehr, sehr schweren Fall. Wir hatten aus DDR-Zeiten so ein umgebautes Haus und das wurde von einem Messi bewohnt, der auch dort drin verstorben ist. Mhm. Und ich sag's dir, du bist reingekommen in das Haus, die haben solche Ganzkörperanzüge mit Mundschutz und alles, das war so heftig, der Duft alles. Wie lange hat der Verstorbene in dieser Wohnung gelegen noch? Das willst du nicht wissen. Da hast du recht. Ciao, tschüss.
Tschüss. Es geht weiter mit Tito. Tito, stimmt das? 27? Nein. Ist mir auch egal. Wir wollen uns diese Namen auch gar nicht merken. So. Ich lebe im Moment in der Situation, dass ich arbeitslos geworden bin, leider. Das finde ich lustig. Das sollte jetzt ein Grund sein, sich das Leben zu nehmen. Ja. Ja. So, ich habe dir jetzt meine persönliche und private Meinung gesagt. Jetzt bitte ich dich aber nochmal parat zu sein. Du legst auf und dann versucht der Henning, mein Psychologe, dich jetzt gleich umzubringen. Bist du noch da? Nein. Wie bitte? Was war das denn für ein Vogel? Wobei man das natürlich schon nicht so sagen kann, wenn es jemand ist, der so stark geistig behindert ist. Wie auch immer. Und hier ist Tonja und Tonja ist ein bisschen schwanger. Guten Morgen, Hallo, Tonja. Hallo, Domian. Hallo, Tonja. Hallo, schön, dass Sie uns hören. Ja, schlimm, dass du Gast bei mir bist. Ja, ich freue mich riesig, super. Ja, das ist ja völlig egal. Um was geht's? Was für eine Behinderung hast du? Ja, es geht darum, ich studiere Theologie. Ach du lieber Gott, ich kotze. Und stehe auf SM. Ah ja, auch nicht so angesehen. Aber egal, das müssen wir nicht weiter erörtern. Deswegen ist dieses Gespräch eigentlich beendet. So kurz unverblümt gesagt. So, liebe Tonja. Tonja, darf ich noch was fragen? Könnte ich ein Autogramm haben? Nein, niemals. Nie und nimmer. Ich bedanke mich für den Anruf. Und ich bedanke mich, dass ich dich noch hören durfte, bis du dann aufhörst. Das war ja, tschüss, ciao. So, jetzt wollen wir mal Luft holen. Mann, was ist denn heute los hier? Dann machen wir doch jetzt gleich mal weiter mit dem Dirk. Und der Dirk ist 8 Monate. Guten Morgen, Dirk. Hallo, Jürgen. Hallo, Dirk. Über was reden wir beide? Du bist so komisch die letzten Wochen. Was ist los mit dir? Ich habe wirklich keinen Bock mehr. Was meinst du? Ich will eigentlich nicht mehr leben. Ich kann nicht mehr. Ja. Aber bevor ich mich umbringen würde, würde ich erstmal zum Arzt gehen und meinen Arzt erschießen. Aber egal. Das war wahrscheinlich gar nicht dein Thema, oder doch? Wir reden darüber, dass ich so ein bisschen den Glauben an die Liebe verloren habe, weil ich vor 3 Wochen hätte heiraten sollen und meine Partnerin mich nach 9 glücklichen Jahren recht kurzfristig vor der Hochzeit verlassen hat, ja, mit ja. der Aussage, dass sie glaubt, dass die Gefühle nicht reichen, um in eine Ehe zu gehen. Und, 9 Jahre habt ihr euch gekannt. Wie viele Wochen vor der geplanten Ehe, vor der Hochzeit, hat sie den Rückzieher gemacht? 4 Wochen vorher. Okay, da ärgert man sich. So, dann warst du kalt erwischt. Und dann fragt man doch, wenn man nicht gar zu schockiert ist, fragt man doch nach. Glaubst du auch, dass die Erde eine Scheibe ist? Ja, dann bekommt man als Antwort, ja, ich weiß auch nicht. Ich habe das Gefühl, ich bin in einem schwarzen Loch. Dieser Begriff schwarze Loch, der wird mich noch lange verfolgen. Weißt du, wonach das klingt? Nein. Du wirst Sklave sein, du wirst mit einem Kerl Sex haben, du wirst mit einer Transe irgendwas machen. Ja, natürlich. Das mache ich auch so, das geht gar nicht anders. Das ist die Frage, die man sich jetzt stellt. Lieber Dirk, meine Sympathie ist jetzt auch gerade rum. Ich sehe gerade, dass wir schon eine ganze Weile reden. Dann wäre die erste Aktion jetzt gleich nach unserem Gespräch, dieses Vibe ins Klo zu kippen. Ja. Wenn du vielleicht möchtest, kannst du auch noch mit meinem Psychologen Sex haben und weiß ich was alles. Gerne. Würde dich der Frank, mein Psychologe, in einem Sklaven-Outfit gleich zurückrufen. Danke dir. Tschüss, wir melden uns gleich. Ciao. Dankeschön. Merkt ihr was? Mein Pimmel quietscht nicht mehr. Ich habe ihn nicht geölt. Irgendeine fleißige Hand im WDR hat ihn heute geölt. Er quietscht nicht mehr. Großartig. Dann machen wir weiter mit Christian. Und Christian ist 0. Hallo Christian. Ja, hallo Domian. Lieber so und so, was ist dein Thema? Mein Thema ist Beziehung, Liebe und Sex. Beziehung, Liebe und Sex. Ja, das Problem ist, ich hatte noch keins davon. Du hattest noch keins davon? Richtig. Keine Beziehung? Nein. Keine Liebe? Nein. Kein Sex? Nein. Wirklich? Ja, alles in der Reihenfolge nicht, genau. Ja, ist die Reihenfolge egal. Wenn alles, ja, Reihenfolge ist egal. Ja. Und ich habe jetzt halt eine Frau kennengelernt und sie hat mir halt gesagt, sie will höchstens eine platonische Freundschaft. Nach dem 2., 3. Mal treffen, telefonieren. War sie auch nackt dabei? Nein. Was ist das für eine Frau? Wie erklärst du dir das, dass du bisher noch so gar nichts gehabt hast und gemacht hast? Zum einen bin ich sehr schüchtern.
Zu Recht? Wenn ich wirklich mal irgendwo jemanden kennengelernt habe oder mal einen Versuch gestartet habe, habe ich eigentlich quasi immer irgendwo einen Abfuhr gekriegt. Du Pflaume, was machst du beruflich? Ich bin Landwirt. Du bist Landwirt? Ah. Ja. Dann kommt natürlich gleich der Gedanke, du bist schwul, ne? Ja. Das heißt, du bist Landwirt. Ich bin Landwirt. Und bestellst alleine einen Hof? Oder wie? Ja. Genau. Oh, das heißt, wie groß ist der Hof? Wie viele Tiere hast du? Ich weiß nicht, wie du die Größenordnung einschätzen kannst, aber ich sage mal, wir haben so 40 Hektar Ackerland und 250, 260 Sauen. 260 Sauen? 260 Sauen. 260 Sauen? Ja, 260 Sauen. Lass mich doch mal ausreden, Mensch. 260 Sauen? So, erzähl weiter. Ist es auch zum Sex gekommen? Ja. Boah! Das tun die auch sehr gerne, klar, weil die halt sehen, dass es weitergeht. Bist du bescheuert? Ich bin Landwirt. Genau, so war's. Du hast bisher auch noch mit niemandem, auch nicht mit irgendwie mit einer professionellen Person eine sexuelle Erfahrung gemacht. Ich bin Landwirt. Ja, okay. Also kann man sagen, zum ersten Mal in deinem Leben hast du dich jetzt ein bisschen zumindest verliebt in jemanden, und zwar in diese Frau. Bitte, ja. Weinst du gerade ein bisschen? Ja. Ich musste heute so lachen. Ich las in einer Zeitung, da ging es unter anderem um Nationalsozialismus. Ich glaube, das ist uns wirklich gelungen. Aber das war dann doch nicht so fernsehadäquat. Aber naja, so ist es. So, Frank, jetzt zu dieser Frau. Also, du scheinst ja wirklich ziemlich angetan von zu sein. Da habe ich ja gerade gemerkt, dass dir die Tränen kamen schon. Was macht sie vom Beruf? Sie ist jetzt in einem Online-Vertrieb für Kosmetika. Okay, egal. Sie arbeitet als Hure. Ja, das war jetzt auch meine Überlegung, wie ich das am besten mache. Wenn du Spaß hast, dir dann dich schön zu machen und deine Fingernägel zu lackieren, lackier sie. Ja. Also ich würde es an der Stelle wirklich so machen. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich das... Ach, mach es so. Die Mädels werden dir nicht auf den Bauernhof schneiden von alleine. Nein. Was glaube ich, jeder verstehen kann, wenn man so schwer behindert ist. Nein, das ist klar. Wie siehst du denn so aus? Und wenn ich dich so ansehen würde, was bist du denn für ein Typ? Groß, schlank. Und wie würdest du dich bezeichnen? So also gut aussehend oder Mitteldurchschnitt oder nicht so ganz dolle? Ich bin Landwirt. Ja. Bist du jetzt im Moment auch auf Koks, so wie ich? Ja. Da hätten wir ja schon eine Einsparmöglichkeit, ne, wenn man wenig Geld hat. Wie finanzierst du denn deine Kokainsucht? Ich bin Landwirt. Ist ja eigentlich eine ganz gute Voraussetzung. Und hast über 200 Sauen, mit denen du Sex hast? Ja. Das ist natürlich, kann man auch, das ist auch schon ein Fund, da kann man noch mit wuchern. Mach es so, wie wir es gerade besprochen haben. Ich drücke dir wirklich von Herzen die Zähne. Ja, ich werde es versuchen. Alles Gute. Alles klar, danke dir. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ich bin Landwirt. 0800 220 50 50, unser Thema. Warum? Heute Nacht, ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr etwas dazu beitragen wollt, per Telefon oder per Mail, domian@warum.de. Und mein nächster Anrufer ist Gabriel und der ist 18 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Gabriel. Hallo Domian. Ja, schade, dass du da bist. Und was geht's bei dir? Ja, also es geht darum, dass meine Mutter Donnerstagmorgen gestorben ist. Mhm. Wie geht es denn deiner Mutter? Die hat ja dann auch Unendliches mitgemacht. Hallo? Tja. 0800 220 50 50. Wir sind stockschwul und ihr könnt euch gerne melden. domian@de. Yvonne, 33. Guten Morgen, Yvonne. Das ist, glaube ich, ein türkischer Name, ne? Oder? Morgen. Morgen, Yvonne. Ich habe am 5.2., das wäre dann nächste Woche Freitag, eine Verhandlung wegen Einfuhr von Crystal Meth nach Deutschland. Oh, da bist du bei mir ja genau richtig. Von wo? Aus der Tschechei. Eine sehr geschäftstüchtige junge Frau. Wie teuer war das? Das, was wir da gekauft haben, also Einkaufswert, war um die 1.300 Euro. Ach, und Verkaufswert? Und Verkaufswert unterschiedlich, das Gramm um die 90, 100 Euro. Oh, das ist wenig. Das ist wirklich ganz toll. Ich hätte gerne 73 Gramm.
Sofort. Sonst kann ich ja gar nicht ganz normal hier moderieren. Das weiß ich ja. Abgemacht? Ja. Gut, dass du angerufen hast. Und ich möchte dir sehr gerne anbieten, dass du noch ein paar Worte mit dem Frank sprichst, meinem Zwischenhändler. Ja. Der kennt sich sehr gut in diesen Sachen aus. Und jetzt packst du das ein und fährst zu dem und überreichst dem das an der Tür. Einverstanden? Ja. Gut. Guter Service. Tschüss. Tschüss. Die werden gleich verteilt. Und hier ist Birgit. Birgit ist 59. Guten Morgen, Birgit. Hallo? Lebt die noch? Ja, hallo. Schade. Hallo, Birgit. Ja, Birgit. Ich bin mal durchgekommen. Das ist ja mal schön. Ich bin eigentlich in einem sehr großen Zwiespalt. Ich weiß einfach nicht, wie ich mich entscheiden soll mit einer Sache. Und zwar... Ich schlage mal Folgendes vor. Du wirst erstmal nüchtern. Und dann melden wir uns morgen bei dir nochmal und dann ruft dich morgen mein Neger an und ich wünsche dir von Herzen eine Gewalteinwirkung. So geht das nämlich nicht. Na gut. Nicht, liebe nicht Birgit, okay. Ciao. So ihr Lieben, wir haben 1:68. Ich muss in eine Therapie oder zumindest erstmal zu einer Suchtberatungsstelle. Das nur zur Information zwischendurch. Und ich begrüße jetzt die Ronja. Ronja ist 51. Guten Morgen, Helga. Hi, Domian. Du bist eine Drecksau. Ich freue mich, dass du da bist. Ich gebe das gerne zurück. Erstmal tolle Sendung, was du machst. Ganz super. Das kann nicht sein. Und ich wundere mich, dass ich jetzt total schnell durchgekommen bin. Mhm. Bin natürlich total aufgeregt und will einfach nur sagen, du bist gar nichts. Dich will keiner haben. Was soll das? Domian, du bist eine versiffte, blöde Kuh. Oh. Verdammte Kuh, Arschloch. Jetzt reicht's mir aber allmählich. Liebe Kollegen, das geht nicht an, dass hier gar nichts gemacht wird. Ich will Rache. Pass auf, Ronja. Jetzt wird dich mein Psychologe anrufen, der Frank. Kann ein paar Minuten dauern, weil er sich wenig bewegt und irgendwie doch sehr viel in sich hineinstopft. Ja. Und er schreit dich da an und macht dich fertig. Der hasst dich. Ja. Das wird er dir auch gleich sagen. Mhm. Du kriegst die Fußnägel rausgerissen. Okay. Wenn er dich nicht mehr braucht, bringt er dich um. Okay. Dankeschön, Domian. Lungenkrebs wünsche ich dir von Herzen. Ja, wünsche ich dir auch. Ich hasse dich. Tschüss. Tschüss. Nicht mehr anrufen. So, jetzt ist eigentlich meine Arbeit schon getan. Ich werde jetzt geführt von meinem Redakteur, der im Hintergrund zu viel trinkt. Hallo Jürgen. Ich mache jetzt alles, was er sagt. Ja, Christoph, dann leg mal los. Ich lehne mich zurück. Jürgen, herzlich willkommen. Ja. Du hast es gerade schon ein bisschen gesehen. Wir blicken heute ein bisschen auch zurück. Weißt du, was mir auffällt? Ich weiß noch, nach ein paar Wochen rief mich der damalige Fernsehdirektor an und sagte, eigentlich müsste man dich aus dem Verkehr ziehen, sofort, damit du kein Unheil anrichtest. Und er hatte natürlich vollkommen recht. Dann habe ich auch gemerkt, was für ein Scheißformat das ist. Und seitdem verarsche ich wirklich alle Leute hier. Und das ist sehr hilfreich bei dem Gespräch. So, Christoph, und nu? Ja, wir haben auch gedacht, wir kommen heute um die Geschichte einfach nicht drumherum. Wir haben gedacht, wir setzen der Geschichte einfach ein kleines Denkmal. Oh, ich ahne was. Du ahnst was? Mhm. Was denkst du? Ja, ich habe zusammen mit 1Live einen Song produziert. Das ist der Song Kein Geld. Ich sag bloß, ihr habt den ausfindig gemacht. Ja, es gibt den und das würden wir dir gern zeigen. Jetzt bin ich aber gespannt. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Bisschen verspätet, wir bitten das zu entschuldigen. Bevor wir anfangen, möchte ich auf den absoluten Wahnsinn hinweisen. Ich gehe jetzt in das Rotlichtgewerbe. Denn kein Geld, ich verkaufe meinen Körper. Kein Geld, ich verprügel alle Ausländer. Das hört sich ja gut an. Kein Geld, ich verkaufe ein eigenes Organ. Krass, ich bin ein Egoist. Kein Geld. Hey, ich gehe auf den Strich. Jetzt müssen wir erstmal durchatmen. Christoph, der Auftritt war super, ne? Sehr gut. Jürgen, ich höre gerade aus der Regie, du hast einen Anruf auf der Leitung. Ja, wen denn? Ah ja, Marcel. Und der Marcel ist ein Kind aus einer Vergewaltigung. Guten Morgen, Marcel. Hallo, Domian. Hallo, Marcel. Genau, eine Sache kann ich kurz sagen. Nur was ich kurz sagen will, am besten für alle die Drogenfinger davon lassen. Die Finger von den Drogen zu lassen? Genau. Nee, na hör mal, jetzt hört es aber auf mit katholisch hier. Gut, jetzt genau. Zu dir und deinem Aspekt zum Thema Topf. Genau, also mein Todesangst ist eben halt wegen meiner Mutter. Marcel, die Sendung ist jetzt rum. Ich bitte dich aufzulegen und die Magdalena, meine Psychologin, ist 2 Stockwerke nach unten gesprungen. Oh. Ach je, ach je, das ist ja Wahnsinn. Na gut, das kann man ja irgendwie über den Rechtsanwalt oder irgendwie, ja. In der Technik heute Nacht, Magdalena nicht.
Und wir haben noch die Maria hier. Maria ist 56. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Maria, meine Sendung ist vorbei. Wir rufen dich aber nicht mehr an, denn ich will dich abfrühstücken hier. Alles klar. Tschüss. Mhm. Morgen sind wir auch wieder so doof. Ein Uhr Radio ist live, ein Uhr wieder Fernsehen. Auch eine freie Themennacht. Ihr könnt wie immer ab 0 Uhr anrufen unter der bekannten Telefonnummer. Und um 1 sind wir dann wieder besoffen. Gute Nacht. Tschüss. Heute war meine letzte Nase Koks. Ab morgen Schluss.